Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Soul Silver Edition. Ich habe uns die Rufnummer nochmal geholt, die wir in der letzten Folge eigentlich schon bekommen haben. Ich will unbedingt mit Falk über seinen Vater sprechen, das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen. Tja, jedenfalls haben wir es jetzt Samstag zwischen 15 und 17 Uhr und das heißt, Erika steht mit Jasmin hier vor. Du sag mal Jasmin. Stimmt es, dass dir Bianca aus der Arena von Ducatia City vorgeworfen hat? Du würdest dich anziehen wie ein Mauerblümchen? Ja, das ist wahr. Deshalb hatte ich auch beschlossen, an diesem Wettbewerb in Sinnoh teilzunehmen. Ich dachte, so könnte ich mein Image etwas aufpolieren. Und, wie ist es so gelaufen? Ach, weißt du, ich hatte einfach nicht genug Mumm, um teilzunehmen. Oh, ich verstehe. Wie wäre es, wenn du dann stattdessen einfach mal ganz unverbindlich ein paar umwerfende Outfits anprobierst? Oh, keine schlechte Idee. Auf die Weise kann ich mir auch genügend Mut für den Wettbewerb auftrainieren. Wie wär's zum Beispiel, wenn du es mal mit einem azurblauen Korsett und einem Mantel fürs oben drüber versuchst? Was? Meinst du das ernst? Mit so einem Outfit würde ich mich ja zu Tode schämen. Na gut, na gut. Sandra aus Ebenholz City schämt sich. Gut, gut, wird alles notiert. Oh Mann, du bist echt gemein, Erika. Oh, hallo Oliver. Wollen wir Telefonnummern tauschen? Ja, klaro. Danke, Erika. Sonntagmorgens kann ich mir eigentlich immer frei halten. Ruf mich einfach mal um den Dreh herum an. So, also wir wissen auf jeden Fall, dass das hier vor der Zeit in Sinnoh spielt. Weil, wenn man Platin oder sowas spielen würde, dann würde man schon dazu kommen, da einmal Jasmin bei den Wettbewerben zu sehen, wenn man sich denn für die Wettbewerbe richtig interessiert. So, damit haben wir auch Erika. Dann, die beiden haben wir. Kai im Vertania-Wald. Das ist ja der, den wir von Yoto noch vergessen haben, beziehungsweise der nicht mehr in die Folge reingepasst hat. Dann fliegen wir jetzt aber mal richtig. So, und ändern das Ganze auf Donnerstag. Ich mache hier die Uhrzeit ein bisschen weiter vor, dann können wir gleich noch blau holen. So. Aber erstmal den guten alten Kai. So, ach, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, bei meinem Glück habe ich in den drei Feldern gleich irgendein Pokémon. Ich habe es genau gewusst. Naja, gut. Nicht ganz so wild. Alles entspannt. Hallöchen Kai, na du? Ich bin hier, um nach Käfer-Pokémon aus Kanto zu suchen. Ich will als Trainer für Käfer-Pokémon nämlich noch viel besser werden. Oh, übrigens, wie wär's, wenn wir beide Telefonnummern austauschen? Klar, warum nicht? Dankeschön Kai. Wenn du willst, können wir am Mittwoch gegen Mittag wieder kämpfen. Ruf mich einfach an, wenn du Lust hast. Klaro, machen wir. So, Kai haben wir damit. Dann kommt als nächstes Blau. Der ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Dafür braucht man immer eine bestimmte Uhrzeit, die nur ein einstündiges Fenster hat. Und dann muss man nach Alabastia und mit seiner Schwester reden. Aber mit einem Mal ist es da auch nicht getan. Und das ist das Komplizierte in der Geschichte. So. Ja, ich wusste es. Ja, denn man muss sich von Sarah, beziehungsweise man muss seine Pokémon von Sarah fünfmal in Alabastia massieren lassen, bevor man Blaus Nummer bekommt. Und das geht zwar jeden Tag, aber immer nur zwischen 15 und 16 Uhr. Und das ist schon echt heftig. Das ist wirklich schon echt heftig. Wenn man, auch wenn man ganz normal in die Schule geht oder sonstiges. Also es ist nicht unbedingt einfach. Hallo, gutes Timing. Ich war gerade dabei, Tee zu machen. Na nur, dein Pokémon-Team scheint sich etwas schmutzig gemacht zu haben. Wenn du sie ein bisschen hübsch machst, steigt ihr Glanz. Dadurch werden sie hübscher und auch zutraulicher. Was sagst du? Soll ich sie aufstylen? Klaro. Welches Pokémon soll ich verschönern? Ist mir sowas von wurscht. Osram scheint es sehr zu genießen. Fertig, ist es nicht wunderschön geworden? Es ist ja so ein süßes Pokémon. So, rausgehen. Nächster Tag. Mutti ruft wieder an, freut mich. Ja, hey Sarah, Mensch, grüße dich. Alte Beule, ja bitte. Du kannst gerne Osram nochmal, ach ich
verschnellert das ein bisschen. So. Und der nächste Tag. Ja, oh Mensch, ja. Wenn du einmal dabei bist, Tee zu machen, kannst du gerne ausrahmen, so ein bisschen massieren. Krass, dankeschön. So, und... Mutti ruft wieder an. Und der nächste Tag. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ach, jetzt kriegt sie es langsam ein. So, Osram scheint es sehr zu genießen. Das finde ich wunderbar. So, machen wir mal den hier. Spulen wir die Zeit ein bisschen zurück. Aber das ist, sollte dem Spiel egal sein. Ach so, nee, es ist dem Spiel tatsächlich nicht egal. Interessant. Na, dann spule ich jetzt noch einmal vor. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Wunderbar. So, Osram. So, und noch ein letztes Mal. Und dann müssten wir Blaus Telefonnummer in die Hand gedrückt bekommen. Ja, Sarah, bitte style Osram auf. Osram hat es dringend nötig. Oh, scheiße, das funktioniert doch nicht. Okay. Also theoretisch funktioniert es, aber ich glaube, dadurch, dass ich die Zeit zwischendurch zurückgestellt habe, hat er jetzt das der ganze Ding resettet. Ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Es hat jetzt sich mit noch zwei Malen erledigt gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das resettet hat. Ich weiß es einfach nicht. Aber eines Tages quatscht man Sarah dann einfach nochmal an und dann... Soll ich dir die Nummer meines Bruders verraten? Sehr gerne doch. Ruf ihn doch mal an, wenn du Lust drauf hast. Er ist zwar ein bisschen ungehobelt, aber er fühlt sich schnell alleine. Erreichen kannst du ihn, ja? Ich glaube, er sagte, dass er immer Sonntagabends erreichbar sei. Okay, dann haben wir das. Ich speichere ab. Also ich muss hier wirklich sagen, Blau ist mit einer der nervigsten. Und dann machen wir jetzt was, was gar nicht so nervig ist. Für sie muss man nur Suicune vorher gefangen haben, weil sie sonst da nicht auftaucht. Denn es geht jetzt wieder nach Azuria. Genauer gesagt nach Kap Azuria. Und wer wird wahrscheinlich in Azuria City rumgurken, wenn nicht die gute Misty? So. Und deswegen war es mir auch so wichtig, die ganzen legendären Pokémon vorher wegzufangen. Weil Zapdos ist ja wichtig für Major Bob. Suicune ist wichtig für Misty. Und da haben wir das dann alles schon erledigt. Na du? Ich schaue mir hier immer gern das Abendrot an. Davon bekomme ich immer den Ehrgeiz, auch morgen wieder alles zu geben. Ach ja, willst du vielleicht meine Telefonnummer? Übrigens jeden Tag zwischen 16 und 18 Uhr. Wenn du Lust bekommst, nochmal gegen mich zu kämpfen, dann ruf mich einfach Mittwoch früh wieder an. Ja, eventuell. So, jetzt müssen wir die Uhrzeit ein bisschen nach vorne drehen. Denn jetzt besuchen wir Major Bob. So, da wissen wir ja schon, dass der gute Herr am Kraftwerk auf uns warten wird. Aber dafür müssen wir selbstverständlich erstmal das Vertania-Pikachu einsacken. Deswegen kurz ins Poké-Center und dann geht's auch schon weiter. So. Bild PC, Pokémon bewegen. Wo ist Le Pikachu? Le Pikachu ist dort. Okay. Schnappen wir uns. Ja, Ho-Oh kann da in die erste Box, ist mir wurscht. Wo Ho-Oh gammelt. Hauptsache, die Boxen sind alle voll. Ich finde es immer dämlich, wenn irgendwo ein Platz in der Box frei ist und man hinten dann anfängt, die Boxen zu füllen. Es sei denn natürlich, man hat in seiner Box die ganzen Pokémon nach Pokédex sortiert, was ich ab und zu mal mache. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in Schwert und Schild gemacht. Nee, stimmt nicht. In Strahlender Diamant habe ich das letzte Mal gemacht. So, dann wollen wir mal. So. Einmal Topschutz. Damit uns das hier nicht so auf den Sack geht. Oh, Hallöchen.
Oh, so sieht man sich wieder, das nennt man wohl Zufall. In der Nähe des Kraftwerks kann man das Prickeln der Elektrizität auf seiner Haut spüren. Wenn du dir am Vertania-Wald dein Pikachu schnappst und es mir hierher bringst, wäre das strategisch sinnvoll. Ja, hier, guck mal, ich hab ein Pikachu. Sogar mit Sinelbeere. So. Bitteschön. Oh, Salut, das Pokémon, das dafür dich stramm steht, ist ein Pikachu. Das verehre ich. Ausgezeichnet, Rekrut. Ich werde dir meine Telefonnummer verraten. Du willst doch, dass ich sie dir verrate, oder, Rekrut? Klaro. Oh yeah. Anfragen wegen Pokémon-Kämpfen werden grundsätzlich ausschließlich Freitag früh angenommen. Wunderbar. Damit haben wir ihn auch. Ich setze Smeraldo mal an die erste Stelle. So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Dienstags auf der Zinnoberinsel. Dienstags auf der Zinnoberinsel. Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. Und danach können wir gleich... Warte mal, wo haben wir das denn? Da, jeden Tag zwischen 12 Uhr. Dann mache ich doch mal Dienstag ab 12 Uhr. So. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal. Habe ich schon gespeichert? Ich weiß es nicht. Mache ich jetzt einfach nochmal. Schadet sicherlich nicht, falls sich das Ganze gleich wieder aufhängt. Aber wenn Smeraldo neben einem steht, ist ja die Chance zumindest ein bisschen minimiert, dass sich das Spiel aufhängt. So, Smeraldo. Einmal mit dir zuerst zur Zinnoberinsel. Ach, und wenn wir dann gleich da sind, dann können wir auch Kraxler benutzen. Das schadet dann auch nicht. Hallo Pyro. Irgendwann kommt der Tag, an dem hier auf der Zinnoberinsel wieder meine ganz eigene Arena stehen wird. Komm, lass uns den Telefonnummer tauschen. Klaro. Okay, lass mal überlegen. Wie wär's Dienstagmittag für unseren nächsten Kampf? Ja, der gute alte Pyro, den habe ich ja beim letzten Mal, als ich Heart Gold bei mir privat gespielt habe, die ganze Zeit zum Training benutzt. Einfach, weil er sehr passend für mein Team zum Trainieren war. So, einmal Eisen. Ich weiß gar nicht, was man hier sonst noch so Geiles finden kann. Aber wenn wir einmal hier sind und hier so ein bisschen fröhlich durch die Gegend kraxeln können, warum sollten wir es nicht nutzen, ne? Ich benutze auch mal spaßeshalber das Itemradar. Hier gibt es mit Sicherheit noch was. Na, selbstverständlich gibt es hier noch was. Da unten irgendwo. Ah, müssen wir mal gucken. So, hier einmal nach unten. Da kommt man nur einmal außen rum. Das brauchen wir nicht. Die kleine Abkürzung kann uns egal sein. So, ist es hier? Nee, ist es hier? Nee, ach komm, ich mach's auf. Es ist der Stein hier. Ein Sternenstück. Okay. So. Und da kommt man nur wieder zurück? Ah, da oben gibt es auch noch ein Item. Ich wusste doch, dass das nicht ganz sinnlos sein wird, da oben zu sein. Gut, dann gehen wir da gleich nochmal runter. Holen wir uns erstmal das Sichtbare. So. Ein Magmaisierer. Okay. Ja gut. Warum nicht, ne? Den Stromisierer haben wir ja auch schon aus der Azuria-Höhle geborgen. Wir werden zwar nie Electek und Magma entwickeln hier in diesem Let's Play, aber jetzt haben wir zumindest die Items und ihr habt gesehen, wo ihr sie herkriegt. Gibt Schlimmeres, würde ich meinen. So. Tornopto, bitte nochmal. Dankeschön. Wunderbar. Ein Sonderbonbon. Schick. Also ist das Sonderbonbon hier hinter einer Kraxlerwand verborgen. Ich verstehe. So. Dann einmal kurz abspeichern. Und dann holen wir jetzt noch die letzten beiden Telefonnummern und dann müssten wir durch sein. Dann prüfe ich nochmal alles nach, ob wir alle haben. Aber ich glaube, dann haben wir es wirklich. So, dann einmal nach Mamoria. Brrt, brrt. So. Denn wir müssen einmal nach Dictas Höhle. Aber wenn wir einmal hier sind, hier gab es ja, glaube ich, auch noch was zum Kraxeln, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es hier was gegeben haben.
Ich aktiviere gleich nochmal Schutz, weil ich glaube, das war hier auf der anderen Seite des Grases. Oh nein, es hat sich aufgehangen. Habe ich das schon mal erlebt, dass es sich aufhängt, nachdem ich aus dem Inventar rausgehe? Das wäre mir jetzt neu. Ja, naja gut. Holen wir uns vielleicht zuerst die Telefonnummer, aber da drin ist auch Kraxler-Zeug. Das will ich dann auch direkt erkunden. Das heißt, es wäre nur sinnvoll, wenn ich zuerst da die Seite erledige. Meh. Verzwickte Lage ist das. Aber ich glaube, in Kanto haben wir dann hier auch gar kein Kraxler-Zeug mehr, ne? Das müsste das Einzige sein. Noch Dicktas Höhle. Und... ach, verdammt. Und hier am Mondberg. Das ist halt wirklich problematisch, dass ich da nirgendwo eine Liste gefunden habe, wo überall die Kraxler-Stellen sind. Das ist halt echt nervig. Ne, hier gab's das nicht. Okay. War das dann ein zweiter oder verwechsel ich die Route gerade einfach? Oh, okay, ich verwechsel die Route einfach. Naja, dann ist das wohl so. Verdammt. Okay, Sinnlosigkeit pur. Ein Topschutz verspielt, einfach nur weil aus Prinzip. Aber das verringert die Anzahl der Kraxler-Möglichkeiten ja trotzdem nochmal ungemein. Nein, ich will nicht Kopfnuss. Ach ja, wir haben ja eh keinen Kopfnuss mehr. Wir haben ja jetzt Kraxler. So, aber Düngerling, erstmal bitte Zerschneider. Vielen Dank, mein Freund. Und hier müsste er schon sein. Genau, hi Rocco. Das ist ungewöhnlich, dass es hier im ersten Gebiet direkt Dicktas gibt. Und das Blöde an der Sache, das hat 100 pro Auswegslos. Deswegen, ich schmeiß direkt eine Psychokinese drauf. Schmeiß, schmeiß. So. Wunderbar. Das ist schon mal weg. Ich aktiviere einen Topschutz. So. Hi, Rocco. Ey, an Orten, wo ich ringsum von Felsen umgeben bin, fühle ich mich wohlbehütet und sicher. Geht's dir da genauso wie mir? Übrigens, wie wär's, wenn wir Telefonnummern austauschen? Klaro. Gerne. Mit dir will ich auf jeden Fall mal wieder kämpfen. Ruf mich unbedingt Samstagabends an. Ich bestehe darauf. Ja, eventuell. Nein, einmal auf jeden Fall, aber ich glaube, Rocco wäre sowieso für uns eine recht gute Wahl. Für Kurosu und für Osram, um die beiden zu trainieren. Aber das werde ich dann alles selbstständig machen. Einmal werde ich sowieso gegen jeden kämpfen. Und dann schaue ich mal, wer sich am besten dafür eignet. Da drin sehe ich nicht den Sinn, reinzugehen. Gehen wir mal direkt auf die Seite. Ich wette, da drüben ist irgendwo ein verstecktes Item. Aber das interessiert mich jetzt einfach mal nicht. Ich will hier nur so ein bisschen nach oben und mal gucken. So, ein Steinrauch, okay. Ich ignoriere jetzt einfach unsichtbare Items. Mir ist es alles Wurst. So. Ich kann übrigens dann gleich schon mal gucken. Ich glaube, ich sehe hier schon einen nur freitags bei der letzten Person, die uns noch fehlt. So, hier einmal nach oben. Und ein AP-Top. Ja, das freut mich sehr. AP-Top ist wunderbar. Falls wir noch irgendeine Attacke haben, die ich noch gar nicht verbessert habe mit AP+, sollte ich das AP-Top auf jeden Fall da drauf schmeißen. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen Käse. Weil das unser letzter ist. Ich hoffe, das klappt so. Ich muss auf jeden Fall... ja. Okay, alles chillig. Und ich glaube, wir sind auch direkt an der richtigen Stelle. Zumindest so oder so ähnlich. Muss mal eben schauen. Freitagnacht im Hafen von Oliviana City. Okay, wir sind in der falschen Region. So, Freitagnacht. 21 Uhr ist sicher Nacht. So. Das war jetzt ein letztes Mal rumstellen. Ich speichere mal ganz kurz ab, weil wir jetzt wieder fliegen müssen. So. Und danach kann ich dann alles wieder normal drehen. So, ja, Mutti, du nervst mich auch. So, denn Freitag ist der Tag,
Oder zumindest einer der Tage, an dem die Fähre von Oliviana City abfährt. Und deshalb müssen wir jetzt dorthin, sonst würde man da gar nicht hinkommen. Deswegen, das ist einer der Arena-Leiter, die man auch recht gut findet, wenn man nicht weiß, wo die zu finden sind, meiner Ansicht nach. So, Oliviana City. Und danach haben wir das. Ich werde dann zwischen den Folgen nochmal mit der Zeit rumspielen, damit ich wirklich jeden Arena-Leiter dort habe, wo ich sie haben will. Genau, damit wir dann wirklich nur noch ganz wenig machen müssen. Ja, hey, willkommen auf der MS Aqua. Hier ist das Ticket. Jo, supi. Genau, und hier steht die gute Sabrina. Manchmal bekomme ich einfach Sehnsucht nach dem Meer, weißt du? Ach ja, und ich glaube, ich würde gerne mit dir Telefonnummern austauschen. Bist du dabei? Klaro. Warum sollte ich auch nicht, ne? Wenn du Sonntagmittags bei mir durchklingelst, kann ich unser Treffen ganz hoch auf meine Prioritätenliste setzen. So, und die Uhrzeit wird wieder automatisch festgelegt. Und jetzt haben wir wieder alles ganz normal. Mutti ruft wieder an. Ich speichere einmal ab. Dann prüfe ich nach, ob wir wirklich alle haben. Und dann ist es an der Zeit, dass wir die letzten Kraxler-Gegenden uns anschauen. Minus eine Route. Weil die gucken wir uns einfach an, wenn es dann soweit ist. Ich sprach ja von einem legendären Pokémon, was wir noch kriegen, wenn wir das Spiel komplett durchhaben. Und das kommt eben erst noch. So, fangen wir direkt mal hier mit Kraxler an. Daran konnte ich mich noch gut erinnern. Wir haben ja hier auch gleich im Norden noch ein bisschen Kraxler, was wir benutzen können. Ein Sonderbonbon, guckt mal. Also das hat sich schon gelohnt. So, ich hätte es mir echt aufschreiben sollen. Ich hätte einfach alles aufschreiben sollen. Warum ich es nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht den Elan, nochmal das gesamte Let's Play durchzuschauen. Nur um die Items zu finden, die man erst mit Kraxler entdecken kann. Also das ist für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber aufschreiben hätte ich theoretisch gekonnt. Das ist halt echt ein bisschen doof gelaufen. Naja, gut. So, hier haben wir nach unten. Ja, bitte. Dankeschön. Hier oben haben wir doch sicherlich, ja, ein KP+. Genau, ich dachte einfach, ich guck mal in jedes einzelne Blümchen rein. Und ein Lachsrauch. Also man bekommt hier bei dem Kraxler hauptsächlich die ganzen Rauch, wie ich vermute. Ich speichere übrigens wieder, weil ich als nächstes wieder fliege. So. Mir fallen jetzt spontan auch nur zwei Routen ein, wo wir noch hin müssen. Jetzt, wo wir die hier schon erledigt haben. Das wäre einmal im Nationalpark, auch wenn wir jetzt bei der Pokerathlon-Halle landen. Und dann noch südlich von Ebenholz City. Da haben wir auch noch Kraxler. Aber wir müssen mal schauen. Wir müssen einfach mal schauen. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch eins. Ich weiß, im Kesselberg ist noch alles voller Kraxler, aber der Kesselberg, den habe ich mir sowieso für die nächste Folge auf die Fahne geschrieben, damit wir den auch mal abschließen können. So. Denn da fehlt uns ja noch die komplette Mittelroute. So, da ist die Felswand. Ja, die komplette Mittelroute, die man eigentlich direkt mit Kaskade hätte machen können. Ein Leuchtstein, okay. Also doch nicht nur Kraxler. Ein Leuchtstein. Für den Fall, dass wir Togekiss entwickeln wollen oder dass wir, was kann man denn noch mit dem Leuchtstein entwickeln? Noch Roselia. Chinchilla, nee, Picochilla heißt das Viech. Aber das gibt's ja hier noch nicht. Ja, das könnte man mit dem Leuchtstein alles anfangen, aber ich glaube, für den Fall, dass ich ein Togekiss ins Team hätte nehmen wollen, dann hätte ich einfach noch offscreen ein paar Pokerathlons gemacht und mir dann darüber einen Leuchtstein gekauft. Ich glaube, das wäre einfach viel angenehmer gewesen, als dann so lange zu warten, bis man alle 16 Orden hat, damit man dann einen Leuchtstein kriegt. Ich hole uns übrigens einmal ein paar Top-Schutz. Ich werde wieder ein bisschen verschwenderisch sein. Wir haben inzwischen genügend Geld. Ich muss damit nicht mehr so sparsam sein wie noch am Anfang des Let's Plays. Beleber haben wir noch 16. Ich kaufe trotzdem mal 11. Wir werden noch ein paar schwierige Kämpfe in nächster Zeit haben. Deswegen sollte man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Den Boten von Mutti ignoriere ich mal wieder geflissentlich. So. Ach ja,
Genau, das ist ja jetzt hier. Einmal bewegen. Dadurch, dass wir den aufgebraucht haben, ist er jetzt leider an der letzten Stelle. Ihr seht das zwar gerade nicht, aber ich habe ihn mal wieder an die erste Stelle geholt. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur einmal hier ganz nach unten durch, bevor wir zu dem Kraxler-Dings kommen. Ich sollte hier, glaube ich, rechts lang, einfach sicherheitshalber. So. Das müsste eh am Ende gewesen sein, aber ich weiß nicht, ob auf der Seite oder hier. Nee, es war, glaube ich, hier, ne? Ja, da ist das Kraxler-Ding. Da drüben haben wir nur Aprikoko. Jo, die sind mir egal. Hier kraxeln wir uns hoch. So. Und was haben wir? Haben wir gar nichts? Moment, wir müssen hier doch irgendwas haben. Da haben wir es. Ein AP-Top? Okay, also das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. So, dann gucke ich jetzt als letzte Amtshandlung der Folge nur noch einmal hier in die Rufnummern. Das dauert zwar jetzt ein bisschen, weil die ganz unten sein werden. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben 16 Arena-Leiter verzeichnet. Wunderbar. Das heißt, wir haben alles... Oh, das wollte ich gar nicht. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Und ja, Freunde, damit verabschiede ich mich von euch recht herzlich. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal werde ich dann alle Arena-Leiter einmal durchgeklingelt haben, dass die da sind, wo wir sie haben wollen, dass wir die dann alle herausfordern können. Aber beim nächsten Mal ist dann erstmal der Kesselberg dran, dass wir den einmal komplett die normalen, erstmal den mittleren Pfad mit der Kaskade, das ist, glaube ich, die sinnvollere Variante, dass wir dann den Rest noch mit dem Kraxler erkunden. Und wenn wir das haben, fehlt eigentlich nur noch die Arena-Leiter plus einmal die Pokerliga. Und dann geht's zum finalen Kampf. Also, Freunde, seid gespannt, so viel fehlt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao!